Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Ja, wir treten heute im dritten Testspiel der Saison gegen den FC Everton an, den, ja, würde ich jetzt mal sagen, stärksten Gegner in der Testspielphase, nachdem wir knapp gegen Valencia gewonnen haben, verloren haben natürlich, und dann einen 3-0-Sieg gegen West Bromwich Albion, einen lockeren rausgeholt haben, dürfte es gegen Everton wieder ein ganzes Stück schwerer werden, denn momentan belegt diese Mannschaft aus Liverpool, die Toffees oder die Blues, wie sie genannt werden, den zweiten Platz der Premier League, und das will wirklich was heißen. Und ja, wir am Heimspiel, das ist ein kleiner Vorteil für uns. Hoffenheim spielt gegen Barcelona in der Testspielphase. Barcelona hätte ich auch gern als Testgegner gehabt, muss ich sagen. Aber gut, FC Everton sollte auch genügen, um uns Schwierigkeiten zu bereiten, einige. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt durch und Everton wird in seinem Auswärtstrikot bei uns spielen, damit wir uns gut unterscheiden können. Und ja, bevor ich die Mannschaftsaufstellung vorlese, möchte ich einige, ja, Veränderungen vornehmen, denn wir sind ja immer noch in der Testspielphase. Das heißt, ich möchte Markus Bergmann eine Chance geben, obwohl ja Rudnes im letzten Spiel doppelt getroffen hat. Dann Jansen rausnehmen, Ilicevic mal von Anfang an bringen. Auch Gojko Kacar soll jetzt erstmal von Anfang an für Bade spielen. Das sind wahrscheinlich keine Änderungen, die ich in der echten Saison vornehmen werde, aber ich möchte sie jetzt nur mal ausprobieren, ob sich da noch irgendjemand empfiehlt. Und Jacopo Sala wird für, wo haben wir ihn? Son anfangen. So, das denke ich mal ist ganz gut. Und dann packe ich auch noch einen Innenverteidiger rein, Paul Schana, der wird mal für Michael Mancian spielen. Also wir rotieren ein bisschen, aber auch nicht zu viel, denn der Grundstein der Erfolgself soll ja erhalten bleiben. Das heißt, Rincon geht mal raus. Könnte sein, dass das die Mannschaft ein bisschen verunsichert. Wir spielen hier gegen starken Gegner, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich vertraue meiner Mannschaft da, dass sie so ein bisschen Rotation ab kann. So, dann kommen wir auch schon direkt zum Testspiel im Tech Arena. Hamburger SV gegen den FC Everton, die Toffees aus Liverpool. 7. August 2012, Anstoß 19:45 und den Referee, der dieser Partie pfeifen wird, den wird Ludwig Walfriedsson machen. Weltklasse, 6 Minuten, heiteres Wetter. Und jetzt die kleine modifizierte Aufstellung beim HSV. Im Tor natürlich der absolute Überflieger René Adler, dann Dennis Diekmeyer, Heiko Westermann, Paul Scharner, der Österreicher, der in echt leider noch verletzt ist und dem HSV noch nicht helfen kann. Dann haben wir noch Dennis Augo, Gojko Kacar, auch er ist im Moment verletzt. Petr Jiracek, Jacopo Sala, Ivo Ilicevic, Rafael van der Vaart, Markus Berg, also viele Veränderungen in der Startelf, das gesamte Mittelfeld ausgetauscht, außer jeder Check, aber ich hoffe, die Mannschaft wird trotzdem gut spielen, denn der Gegner ist kein geringerer als der zweite der Premier League. Der FC Everton spielt mit Tom Howard im Tor, da war Hübel, dann Jagielka, der Kapitän, auch ein richtig guter, John Heitinga, der Niederländer, Baines, Coleman, Fellaini, Gibson, Steven Pienaar, der Mann aus Südafrika, dann Osman und Kevin Mirayas, der Grieche. Also das ist schon eine starke Mannschaft und ich glaube, die sind nicht umsonst auf Platz 2 der Premier League. Und es könnte sehr interessant werden hier in diesem Testspiel. So, das letzte, bevor wir dann den ersten Spieltag absolvieren werden, sie spielen im 4-4-1-1, also in einem anderen System als wir. Ja, wenn ich auf die Banko Kojelavic ist da noch draußen. Neville, das sind schon ganz gute Namen, nicht die ganz großen Namen, aber trotzdem kann man auch mit so einer Mannschaft sich auf Platz 2 der Premier League platzieren. So, ja, Berg darf hier jetzt ein bisschen Schusstraining machen, versaut es natürlich total, zack, einmal voll in die Bande rein und drüber. Na gut, also diese Skill-Challenges bocken schon wirklich, muss ich sagen. So, komm, jetzt nochmal einen schönen Seitfallzieher hier oder sowas. Oder auch nicht, lieber Berg. So, jetzt würde ich aber gerne hier anfangen. Noch kann ich es leider nicht. Jetzt kann ich anfangen. Noch einen Schuss vom Berg. Ja, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Hier, komm, einen können wir noch. Zack, rein damit. Aber genug davon. Wir starten ins dritte Testspiel der Saison. Das letzte in der Vorbereitungsphase auf die Saison 2012-13. Der HSV einmal siegreich, einmal verloren. Spielt gegen den FC Everton. Und ich glaube, das wird der stärkste Gegner, aber das heißt nicht, dass wir den FC Everton hier nicht schlagen können, vor heimischer Kulisse. Da sehen wir den Kapitän Fellaini, auch ein ganz starker Mann, immer schön an seinem Afro zu identifizieren. Und ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns gegen diese englische Mannschaft vom FC Everton schlagen werden. Gegen West Bromwich Albion haben wir ja ein schönes 3-0 rausgeholt. Das hat mir sehr gut gefallen, wie die Mannschaft hier gespielt ist. Jetzt habe ich sie stark verändert auf einigen Positionen. Ich hoffe, das kann unser Kader ab, aber wir sind eigentlich mehr oder weniger
ordentlich besetzt, muss man sagen. Deswegen habe ich auch keine Neuverpflichtung getätigt und werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ludwig Valfridsson ist der Referee für diese Partie. Aus Schweden kommt der Mann. Ja, Gibson heizt hier nochmal die Stimmung an. Einige Leute aus Liverpool sind hier auch mitgefahren zu den Toffees, zu deren Testspiel. Aber der Großteil der Zuschauer ist natürlich Anhänger des Hamburger Sportvereins. So, Westermann, unser Kapitän, er ist drin geblieben. Natürlich, einen Kapitän nimmt man nicht so einfach aus der Startaufstellung. So, die Bank ist eigentlich mit unseren besten Leuten bestückt, kann man so sagen. Und ja, mal sehen, wie sich die neuen Schana, Kaccha, Ilicevic, Sala, Berg so machen werden. Ich hätte auch noch Drobny reinrotieren lassen können, aber Adler braucht Spielpraxis, war ja lange verletzt. David Moyes, der Schotte, Coach, die Elf vom FC Everton, dem großen Rivalen des FC Liverpools. Und ja, Miraias, das ist ein verdammt guter Mann, Kevin Miraias, also auf den sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt kann es auch schon losgehen, Tom Howard, der Torhüter, an dem gilt es vorbeizukommen. Da sehen wir den Jubiläumsball, Torfabrik. Und jetzt habe ich genug geschnackt, jetzt geht's los. So, erstmal den Ball ein bisschen ruhig halten, Jacopo Sala, der Italiener, erstmals mit einem Einsatz hier, Saisondebüt für ihn, das ist auch schon mal was. Oh, Berg, gar nicht gut eingebracht hier. Gleich erstmal Miraias in Position gebracht, aber der kann den Ball nicht verwerten. Und der Ball bleibt im Besitz der Hamburger. So, Diekmeyer, Ballverlust gegen Baines und dann geht's da schnell. Osman, Miraias, wollte dadurch, ist er nicht durchgekommen. Das macht er gut, der Paul Schahner, der Österreicher. Und kam, glaube ich, von Rapid Wien, soweit ich das weiß. Hat bis jetzt noch keine Minute für den HSV absolviert in echter, sich verletzt hat früh. So, Ivo Ličević, der Kroate. Gibt nochmal zurück auf Jiracek. Kaccha im defensiven Mittelfeld. Soll er seine Aufgabe heute gut machen. So, Jacopo Sala. Da fliegen sie übereinander. Berg. Boah. Also da war leichte Slapstick-Andeutung schon in der Verteidigung. Boah, Miraias, der ist schnell. Schneller als Westermann. Was macht Westermann da? Boah, schön abgelaufen am Ende noch. So, weg damit. Der ist zu frei da in der Mitte. Aber Adler kommt noch rechtzeitig hin. Erste kleinere Möglichkeit für die Gäste aus Everton oder aus Liverpool vielmehr. Und ja, mal sehen, was der HSV hier noch so zustande bringen kann. Markus Berg wirkt noch nicht so gut wie Rudnest zuletzt. In echt bekommt Rudnest ja auch momentan den Vorzug von Thorsten Fink, aber ich dachte, in der Testspielphase kann ich den hier mal ausprobieren. Oh, der war fast durchgekommen zu Jacopo Sala, hat ja auch gegen Valencia ein Tor gemacht, ein recht glückliches, aber er hat ein Tor gemacht, der Markus Berg. Also er weiß, wo die Kiste steht. Boah, er wird gepfiffen. Oh, Sala mit der Hacke, aber der HSV läuft sich da fest. Aber hier ein bisschen, zumindest die besseren Spielanteile bisher, die besseren Chancen nicht, aber bessere Spielanteile. Ja, die Elf von David Hoy versucht hier ein bisschen mit weiteren Pässen, aber es schallt die HSV durchs Stadion und so ist momentan auch die Verteilung des Ballbesitzes ganz klar für den HSV. Van der Vaart, schön angesetzt zum Solo, gibt den Ball auf Markus Berg, da kommt Zahler zur Hilfe, wird aber früh zugestellt, Van der Vaart bietet sich an. Ah, Ballverlust. Und der Ball ist gleich schon wieder auf dem Weg zu Miraias. Schahner, schön gemacht. Paul Schahner wird da zwar abgepfiffen, warum das, weiß ich jetzt nicht. Aber schönes Tackling, schön eingesetzt. Das hat mir gefallen. So, weiter Ball nach vorne. Nächste gute Chance aus Überkopfbällen. Müssen wir aufpassen, da sind die anscheinend stark. So, Sala nimmt jetzt Van der Vaart mit. Schön gesehen. So, Van der Vaart gegen Fellaini, der schnell, der Fellaini, und auch verdammt robust im Zweikampf und macht das ganz souverän gegen den Star der Hamburger. Also das war nicht so in meinem Interesse. Oh, was ein Pass auf Osman. Aber, ich wollte gerade sagen, die HSV-Abwehr kann klären, aber das war nicht so gut, Aogo. So, Osman auf Außen. Oh, die spielen uns hier ein bisschen schwindelig. Aufpassen jetzt, Westermann mit dem Kopf da. Jeder Check wird ins Aus gelaufen lassen, aber ich glaube, da war noch ein Hamburger dran, der sich da reingeworfen hat. Genau, erste Ecke für den FC Everton. 25 Minuten gespielt. Die Gäste werden spielbestimmender. So, jetzt aber vielleicht mal. Schön gemacht. Van der Vaart GGG. Jawohl, schön gespielt von Markus Berg auf Raphael Van der Vaart.
Komm schon, Van der Vaart. Boah, der letzte Verteidiger nimmt ihm da den Ball noch weg. Hätte ich vielleicht nochmal in die Mitte geben können. Markus Berg holt sich den Ball aber wieder. Oh, passt zu Jiracek, was der, glaube ich, wird abgeblockt. Aber schöne zwei Spielzüge vom HSV und Berg. Sehr stark, dass er sich da den Ball wiederholt und vor allen Dingen, wie er ihn sich wiederholt. Belagerungszustand jetzt für den Strafraum des FC Everton. Jiracek! Petri Jiracek! Ja, was für ein Tor, nagelt das Ding ganz eng. Keine Chance für Tom Howard. Und der HSV geht hier 1-0 in Führung, wie auch schon beim ersten Testspiel, das auch zu Hause war, trifft Petri Jiracek zur Führung. Schön gemacht, da nicht energisch genug angegriffen und dann nimmt er sich als defensiver Mittelfeldspieler einfach mal so einen Schuss raus, jagt das Ding ins obere, in den oberen Winkel. Keine Chance für Tom Howard und der HSV erführt. Und das ist auch richtig, richtig gut und da sind die Fans auch sofort da, die Kulisse ist da. Und ja, so kann es weitergehen. Jetzt aufpassen, dass wir nicht direkt das Gegentor kassieren. Aber unsere Abwehr wirkt bis jetzt zumindest recht sattelfest. So, jetzt kombinieren sich da die da durch. Solange wir sie nicht zum Schuss kommen lassen. Weg damit. Sehr gut gemacht. Und jetzt wieder die Konterchance. Ivo Ilicevic. Markus Berg muss eigentlich gehen. Tut er aber nicht. Ilicevic, bisschen allein auf weiter Flur da. Na, schwach gemacht. Da war mehr drin. Also diese Kontersituation kann man eigentlich immer schön ausspielen. So. Schön gemacht vom FC Everton, der sich hier gut durchkombiniert. Als Premier League Zweiter war hier eigentlich ein Sieg, glaube ich, gegen den HSV eingeplant. Aber bis jetzt haben wir uns die Führung mehr oder weniger verdient. Schön gemacht von Paul Scharner, der sich da zum Kopfball hochschraubt. Kriegst du noch Aogo? Kriegst du nicht? Okay. Jetzt schnell wieder die Leute aufnehmen. Ist er gezwungen, nach hinten zu werfen. Fellaini, aber das ist nicht gerade kreativ, was die da machen, diese weiten Bälle in die Spitze. So, wieder Van der Vaart. Salah müsste sich da ein bisschen besser freilaufen. Ah, Katscha, zu optimistisch gedacht von mir, der Pass. Aber Everton gibt den Ball gleich wieder her. Schön gedacht. Jiracek. Mann, der entwickelt sich ja noch zum richtigen Tor. Ja, Garanten hier. So oft wie der da allein vom Tor auftaucht. Van der Vaart. Boah. Nächste gute Möglichkeit. Also wir könnten hier schon 2-0 führen. Ich krieg den Ball dann aber nicht ganz im Tor untergebracht. Schön gespielt jetzt vom FC Everton. Fellaini. Scharner ist dazwischen. Der macht ein super Spiel, Paul Scharner. Eine gewisse Startelf-Empfehlung hat hier schon gemacht. Wobei Mancien mir gegen West Bromwich vor allen Dingen auch sehr gut gefallen hat. Aber jetzt das noch in die Halbzeit retten. Wenn wir jetzt ein Gegentor bekommen, ist das der bekannte psychologisch ungünstige Zeitpunkt für ein Gegentor. So, Everton drückt nochmal über den Kapitän Fellaini. Adler, erstmals René Adler gefordert, den lenkt er zur Ecke, schön gemacht. Schöne Aktion von Everton, aber nicht mit dem Torerfolg gekrönt. Weg damit. So, und jetzt geht's ab. Der Express über Ivo Ilicevic. Bitte pfeif nicht ab, Referee. Mann, da wäre eine Menge drin gewesen. Aber gut, der HSV führt 1-0 durch das Tor von Petr Jiracek. Das ist doch sehr nice. Ich bin mal gespannt, wie Hoffenheim gegen Barcelona so aussieht. Und ja, der Premier League Zweite hatte nicht viel zu lachen hier in Hamburg, muss man so sagen. Das war eine ganz gute Möglichkeit, aber Adler da auf dem Posten. Auch hier wieder der nächste Kopfball, aber auch den. Der war nicht allzu schwer, den hat Adler. Und das hier ist, glaube ich, schon die Führung. Ja, da lassen sie Jiracek ein bisschen viel Platz und dann nagelt er das Ding in den Winkel. Stark gemacht. Hier die beste Chance für Everton, aber da war Adler zur Stelle. Ja, ordentliches Spiel bisher und die Führung ist relativ verdient, würde ich sagen. So, Hoffenheim gegen Barcelona 0-0, Bayern 04 Leverkusen gegen Reading 0-0 und Schalke liegt 1-0 gegen Udinese Calcio zurück. Okay. Und ja, ich denke, wir können weiter in die zweite Halbzeit gehen. Ich werde erstmal keinen Wechsel vornehmen. Die Rotation hat der Elf nicht gerade geschadet bisher zumindest. Aber natürlich ist hier noch ganz, ganz wenig gewonnen. Irgendwie wurde meine Verbindung zu den EA-Servern noch unterbrochen. Weiß Gott warum. Das sind manchmal so Macken. Und ja, weg damit. Auch oh, Scharner, das ist ein Kopfball-Riese wirklich. Also der macht das wirklich ganz hervorragend. Und jetzt Jacopo Sala. Ilicevic, geht da in die Lücke. Oh. Fast durchgekommen, der Steilpass. Auf den Kroaten Ivo Ilicevic. Jetzt kombinieren sie sich da schön durch.
Es ist Mirallas, wieder ist es ein Verteidiger, der dazwischen ist, in diesem Fall Westermann. Und dieses Mal hat Aogo auch aufgepasst und der Konter läuft bereits über Katscha. Gut gemacht von Mirallas, der den Ball sich da noch holt. Aber ich glaube, der ist weg. Ja, im Aus. Kann er nicht mehr rechtzeitig in die Mitte bringen. 7:1 Schüsse für den FC Everton. Das ist dann doch nicht so eindeutig, wie ich es hier die ganze Zeit mir schön rede. Also, die kommen schon recht oft zum Abschluss, aber eben nicht gefährlich genug meistens. Und deshalb, können sie sich über diesen Rückstand hier nicht unbedingt beschweren. Ungenauigkeit bei der Ballannahme. Das gibt dem HSV die Chance, hier ein bisschen Druck auszuüben. Erneut Schwierigkeiten bei der Ballannahme, aber der Pass kommt nicht an. Ja, bisschen abgebaut hier. Das ist Mirallas, der schnell gegen Schana. Schana muss ihn ablaufen, macht das auch. Paul Schana, stark gemacht. Und der Konter läuft. Über Raphael van der Vaart. Macht heute wieder ein super Spiel, wie ich finde. Schön gemacht von Markus Berg. Und der steckt ihn schön durch zu van der Vaart. Kommt er da noch ran? Boah. Gute Chance. Schöner Pass von Berg. Schön in den Lauf von van der Vaart. Aber warum geht da niemand hin? Da hätte eigentlich jemand hingehen können zu Osman. Boah. Westermann mit einem krassen Stellungsfehler. Und Mirallas kann diese Riesenchance nicht nutzen. Also da sah wirklich der Hamburger Kapitän nicht gut aus. Und generell jetzt leichtes, verunsichertes Auftreten bei meinem Team. Abseits wird er reklamiert von Schana. Referee gibt Elfmeter, warum auch immer. Fast ein Eigentor da noch. Ilicevic lamentiert auch. Ich habe nicht gesehen, was er da gesehen haben will. Jelavic kommt jetzt für Mirallas. Vielleicht wird er auch gleich den Elfmeter treten. Ja genau, Nikica Jelavic wird treten. Aber Adler kann gut halten. Kann er den machen? Nein. Jelavic in die Mitte. Hatte ich noch kurz überlegt, aber wenn er dann in die Ecke schießt, sehe ich dumm aus, wenn ich in der Mitte stehen bleibe. Bisschen, ja, frech, dass er da einfach in die Mitte schießt. Aber gut, Adler konnte nichts mehr machen. Und der Ausgleich für den FC Everton durch ein unglückliches Elfmetertor. Und die Ursache des Elfmeters weiß ich immer noch nicht ganz. Nun gut, wir liegen nicht mehr in Führung, sondern Everton hat ausgeglichen. Und jetzt sollten wir wieder ein bisschen mehr zu unserem Spiel der ersten Hälfte finden. Und nicht gleich wieder den nächsten Gegentreffer kassieren, wie es gegen Valencia der Fall war. Jelavic, auf und davon. Diesmal ist Westermann aber da und holt sich das Ding. Ilicevic nimmt Aogo mit. Der sieht, dass sich van der Vaart anbietet. So, jeder Check sagt, er will den Ball haben. Jetzt bekommt er ihn auch. Van der Vaart. Ja, großer, aufbrandender, nicht Jubel, aber ein paar empörte Schreie brannten hier im Stadion auf, weil das meines Erachtens ein Foul war. Super gespielt jetzt von Everton. Coleman geht allein aufs Tor zu. Boah, da müssen sie mehr draus machen. Also langsam wird Everton wirklich, wirklich stark. Und ich werde jetzt auch gleich mal einen Wechsel vornehmen. Ja, Salah mal raus. Für ihn wieder Beister rein. Jansen werde ich jetzt mal für van der Vaart bringen, weil der ziemlich fertig ist und Ilicevic auf die zentraloffensive Mittelfeldposition setzen. Ja, Rafael van der Vaart geht raus, die Nummer 23, hat sich aufgerieben, aber keine wirklich genialen Momente heute. Jansen wird kommen für ihn und Maximilian Beister ersetzt Jacopo Sala, der auch nicht gerade brilliert hat auf seiner Seite, muss man einfach so sagen. Also da hat mir der gute Heung-min Son doch deutlich besser gefallen, der ja eine Stammposition da hat. So, Berg, du müsstest dich schon irgendwie anbieten. Ich versuche den Ball jetzt hier gerade mal ein bisschen zirkulieren zu lassen. Das hat nicht geklappt und sofort ist die Kugel weg. Boah, die spielen gut. Jelavic. Adler muss rauskommen. Kommt raus. Pfostentreffer. Oh, also wirklich, Everton lässt hier riesige Chancen aus. Den muss er machen. Das leere Tor und dann trifft er den nicht. Boah. Also jetzt können wir uns wirklich nicht beschweren, wenn Everton hier mit 2-3 Toren führen würde. Tun sie aber nicht. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, hier einen Sieg rauszuholen gegen die Gegner. Osman wird hier anscheinend jetzt ausgewechselt. Barkley kommt. Mann. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal Artyom Rudnes bringen. Der Doppeltorschütze gegen West Bromwich. Denn Berg hat auch nicht gerade
stark gespielt, Leadercheck, Ungenauigkeit hier im Spiel. Und Everton wird jetzt irgendwann das bestrafen, dass wir da so schludrig hinten spielen. Es gibt den Eckball, das nutze ich zur Möglichkeit, hier nochmal zu wechseln und Rudnevs nochmal zu bringen. Und ja, bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Berg hat sich aufgerieben, hat ein, zwei schöne Pässe gespielt, aber insgesamt doch sehr ineffektiv geblieben, der Mann. Aus Schweden, boah, da liegt wieder einer quer in der Luft. Was ist das für ein Pass? Jetzt einmal den Ball gewinnen und der Konter ist am Laufen. Aber Everton sehr, sehr ballsicher in dieser Phase des Spiels. Die sehen es gar nicht an, den Ball hierher zu geben. Schön durchkombiniert. Boah, nächste gute Chance. Augo muss das Ding da weghauen. Nächste Chance. Ja, da ist er drin. Steven Pienaar trifft in der 78. Minute, nachdem er eben den Pfosten getroffen hat. Ja, die Mann aus Everton sind wirklich stark und da haben wir auch nicht gut verteidigt. Ich habe eigentlich mit Schuss geklärt, aber Ogo hat den nicht hoch genug geklärt. Hier das Ding. Und dann geht der Ball direkt wieder zurück zu Pienaar. Eigentlich ein bisschen passives, aktives Abseits da vorne. Hat Adler ein bisschen irritiert, der Mann, der da durchläuft, meiner Meinung nach. Aber da scheint die KI von FIFA hier noch nicht einprogrammiert zu haben. Und wir laufen erneut zu Hause einem Rückstand hinterher. Vielleicht hätte die Van der Vaart doch drin lassen sollen. Der hätte jetzt schon mal was umbiegen können. Boah, jetzt kommt Everton aber auch. Mit einem Affenzahn. So, komm raus, der Adler. Genau, hast du sicher. Und nochmal das Spiel schnell machen. Jansen, der ist frisch. Aber die Pässe kommen in der Offensive im Moment allesamt nicht an. Aogo, was macht der da vorne? Mann, also wirklich schwaches Passspiel in dieser Phase. Beister, ganz stark. Maximilian Beister. Rudnevs! Artyoms Rudnevs! Eine gute Aktion von ihm und es steht unentschieden. 85. Minute. Der trifft auch im Moment, wie er will. Unverdient, wirklich unverdient für den HSV, dieser Ausgleich, muss man sagen. Aber wen interessiert das noch? Rudnevs trifft zum 2:2. Schöne Einzelaktion, zack, durch zwei Verteidiger durch. Keine Chance für Horvath im Kasten von Everton. Und er steht wieder unentschieden und die Kulisse ist natürlich sofort da. Das beflügelt natürlich nochmal. Vielleicht sogar das 3:2 zu schießen. Mal sehen. Also Tore fallen wirklich in meine Spielen bisher reichlich. Aber gut, jetzt aufpassen da hinten. Alles geben nochmal. Schön in die Flanke reingelaufen. Weg damit. Hast du, Adler. Sehr gut. So, jetzt gucken, wo die Leute stehen. Diekmeyer. Beister. Der hat noch Kraft. Der kann auch ein bisschen laufen. Gibt den Ball in die Mitte zu Ivo Iličević. Der auf Jansen. Ja, sehr schön. Leadercheck geht steil. So muss das sein. Boah, da dachte ich, der Ball wäre weg. Aber wir haben ihn noch. Komm, Gedigmeier. Gedigmeier. Rudnevs. Boah, Rudnevs. Das war die riesige Chance. Aber da werfen sich gleich zwei Verteidiger von Everton rein. Super gespielt eigentlich. Das war die Riesenchance hier, den vermeintlichen Siegtreffer zu erzielen. Boah, das war heftig. So, den sollte Diekmeyer haben, genau. Jetzt will ich hier aber nochmal alles nach vorne werfen. Nee, das wird nichts mehr. Das dritte Testspiel endet 2:2 gegen FC Everton, womit wir deutlich zufrieden sein können, wie ich denke. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden, ein Spiel verloren. Das ist doch in Ordnung so. Rudnevs und Jiracek treffen. Ja, Everton hatte zwischenzeitlich das Spiel durch Jelavic und Pienaar gedreht, aber dann kam Artyoms Rudnevs und hat für uns noch den Ausgleich hergestellt. Also der wird auf jeden Fall gesetzt sein vor Berg. Und auch die anderen, die reinrotiert sind, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Schana hat ganz ordentlich gespielt, aber viel mehr habe ich da jetzt nicht gesehen, muss ich sagen. Shake hands jetzt mit dem Referee aus Schweden, war es, glaube ich. Ja, kann man noch zufrieden sein mit dieser Testspielphase. Immerhin spielen wir ja auf Weltklasse mit keinem Weltklasseverein. Und mit 4 Punkten aus 3 Spielen, denke ich mal, können wir zufrieden sein. Jetzt muss noch der Saisonstart gegen Nürnberg klappen. Und unser Einstand als Trainer ist geglückt. So, hier nochmal die Führung durch Jedacek. Pam, ins Eck. Aber Everton hatte außer dieser Chance wirklich zig Chancen. Das sehen wir gleich nochmal in der Spielinfo. Ich denke auch mal, Adler könnte den Spieler des Tages gemacht haben. Hier Jelavic, diesen eher unbegründeten Elfmeter, wie ich fand, hat er reingemacht. Ja, da nochmal die Chance, kommt gar nicht mehr. Nee, die anderen Tore werden gar nicht gezeigt. Das von Rudnevs zum Beispiel nicht. Hier ist nochmal das von Jelavic. Nun gut. So,
Nee, ist gar nicht Spieler des Tages, der gute Adler. Jelavic ist mit einer 7,2 Spieler des Tages geworden. Tagisch, naja, fand ich jetzt nicht so stark den Mann, aber gut. Lass ich einfach mal so dahingestellt. Ilicic und Adler mit einer 7,9. Die Bewertungen sind auch nicht so schlecht, aber hätte schon besser sein können. Schana mit einer 7,0, das freut mich doch. Der hat auch gut gespielt, wie ich fand. Und ja, dann gucken wir vielleicht nochmal kurz auf die Spielinfo. Da sehen wir, ja, Everton, wir hatten zwei Schüsse aufs Tor, zwei waren drin. Everton war schon deutlich stärker. Aber mein Gott, wir haben unentschieden gespielt und das ist wichtig, dass man auch gegen eher Gegner, die besser sind, als man selbst, noch einen Punkt rausholt. Das ist doch aller Ehren wert. Und damit, denke ich mal, können wir uns mal die anderen Spiele angucken. Hoffenheim 0-0 gegen Barcelona, schwach von Barca. Leverkusen hat gewonnen und Udinese gegen Schalke unentschieden. Kacsa hat Probleme in der Vorbereitung. Für Gojko Kacsa war es keine schnelle Rückkehr zu alter Form. In den Begegnungen der Saisonvorbereitung hat er große Mühe zu beeindrucken. Der Trainerstab von Hamburg SV schweißt sich weiter darüber aus, ob der Spieler in einer Verletzung laboriert. Fest steht, dass man ihn in den Vorbereitungsspielen kaum wiedererkannte. Ja, er hat ja nur eins absolviert. Und Chelsea will von Atletico Madrid Falcao verpflichten, den Kolumbianer Juventus jagt Neuer. Aha. Interboss will zusätzliche Optionen für Sturm. Agüero und Tevez kennen wir ja auch schon. Ja, und am ersten Spieltag der Bundesliga wird es dann gegen Nürnberg gehen. Diesen Start hat der HSV ja echt verpatzt. Ich gucke gerade mal, ob es noch irgendwelche wichtigen Transfers gibt. Ne, Mascherano immer noch der teuerste. Nun gut, ich würde mal sagen, wir simulieren jetzt weiter. Ja. Paris Saint-Germain will Company von Man City. Man City lässt sich auch alles wegkaufen hier im Moment, habe ich das Gefühl. Agüero, Tevez und Co. Geänderte Spieltermine. Hamburg gegen Mainz wurde 5 Tage nach vorne verlegt. Und gegen Augsburg einen Tag nach hinten. Aha, warum auch immer. So, Regensburg hat 2-1 gegen St. Pauli gewonnen, sehe ich da unten gerade. Makiadi will weg von Freiburg. Ja. Das kann er ja gerne machen. Das ist mir relativ egal. Hamburger SV vor solider Saison. Saisonprognose 9. Schlüsselspieler Paul Scharner. Was bitte? Sich im Mittelfeld zu halten und nicht in die Niederung der Abstiegsplätze abzurutschen, sollte für den Hamburger Sportverein durchaus machbar sein. Aber in dieser Liga ist nichts sicher und wie einer der wichtigsten Abwehrspieler des Teams sagte, wird es hauptsächlich von der Arbeit der Offensive abhängen, wie die Saison verläuft. Paul Scharner meinte: Wir haben ein paar exzellente Stürmer im Verein. Eigentlich haben wir nur drei sogar im ganzen Kader. Und ich bin mir sicher, dass uns Spieler wie Markus Berg von Beginn der Saison an auf den richtigen Weg bringen werden. Auch der Beitrag des Mittelfelds um Raphael van der Vaart wird wichtig sein. Oh ja. Vor allem von ihm erwartet man, dass er Gefahren abwendet und Torchancen herausspielt. Das glaube ich aber auch, dass van der Vaart sehr wichtig sein wird. Insider erwarten Großes von Jeffrey Bruma. Das könnte seine Saison werden. Aha. Tja, ich bin der größte Insider, deswegen entscheide ich, wer spielt. Transferanfrage von Hüntler. Ja, an dem sind immer eine Menge interessiert. Macchiari wird bleiben. Ich skippe das jetzt mal durch. Ihr könnt es euch ja durchlesen, wenn ihr es braucht. Oh ja, Schalke will Huntelaar nicht mehr. Huntelaar, das ist ja nicht gerade schlau. Aber wir gehen jetzt hier erstmal auf die Pressekonferenz, würde ich mal sagen. So. Und ich würde sagen, wir motivieren unsere Mannschaft vor dem Saisonauftakt. Und. Oh, Hüngela für 12,5 Millionen zum FC Barcelona. Interessant. Ich war ein bisschen angeschlagen, Trainer, aber jetzt ist es vorbei und ich fühle mich bereit für das erste Saisonspiel, auch wenn sie meine Leistungen in den Vorbereitungsspielen nicht überzeugt hat. So, die anstehenden Begegnungen, ja, Kacsa-Probleme in der Vorbereitung kennen wir. Jetzt simulieren wir mal bis zum Spieltag. Hamburger SV-Chef, Fortschritt durch Konstanz. Oh, ein Transferangebot kriegen wir noch an für Son. Aber das muss ich leider ablehnen. 5 Millionen will Chelsea für den ausgeben. Nicht schlecht, aber. Leider kann ich das nicht annehmen, lieber Chelsea-Vorstand. So, Trainer Legrand bereitet sich auf erstes Pflichtspiel vor. Jetzt steht eine interessante Partie an. Der Hamburger Sportverein empfängt den ersten FC Nürnberg. Beide Teams werden sich die Punkte sichern, um diese Begegnung als Sprungbrett in höhere Tabellenregionen nutzen wollen. Legrand gab vor seinem Pflichtspieldebüt als Hamburger SV-Trainer folgendes zu Protokoll: Natürlich möchte ich mein Engagement hier mit einem Sieg im ersten Spiel starten. Auf Anfrage nach der Aufstellung für dieses Spiel ließ er sich aber nicht in die Karten schauen. Natürlich habe ich schon eine Vorstellung von der Startelf, aber das werde ich ganz sicher nicht mit der Presse besprechen. Über seine Eindrücke der Spieler äußert er sich wie folgt: Was meine Jungs hier bisher gezeigt haben, war durchaus beeindruckend. Ich werde bezüglich der Ausstellung ein paar harte Entscheidungen treffen müssen. Aber auch dafür werde ich schließlich bezahlt. Ich habe keine Angst dafür, die Spieler zu verärgern. Wenn sie verärgert sind, bedeutet das doch, dass sie unbedingt spielen wollen und so sollte es schließlich auch sein. Ja, das hast du sehr schön gesagt, lieber Legrand. Und das nächste Mal werden wir durchstarten. Dortmund hat das Freitagsspiel bereits gewonnen. Durch ein Tor von Hummels, wie es aussieht. Und ja, das ist doch sehr interessant. Da sind immer nochmal die Top-Transfers. Tevez ist zu Inter gewechselt.
sehr interessant. Und ich würde mal sagen, wir starten dann direkt durch. Werder hat verloren gegen Dortmund 1:0. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr tippt, wie wir gegen Nürnberg spielen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich hoffe, das werden wir gewinnen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt mir treu, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.